kommst morgens zur Wache, die beiden Kollegen sind schon wach, musst du also nicht wecken, weil sie kurz vorher noch einen Einsatz hatten. Naja, und dann sitzt man da mit denen in der Küche, schnackt so ein bisschen, trinkt einen Kaffee, da ist schon Brötchen und so weiter, die sind dann noch ein bisschen länger geblieben. Ja, bla 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 bla, ne, so, und dann kommt natürlich die Frage, ist irgendwas zu übergeben? Nein, nein, ist nicht zu übergeben, Auto ist in Ordnung, alles gut. So, alles da, wir haben auch nichts wirklich verbraucht. So, und dann, ja, wie, nichts wirklich verbraucht oder nichts verbraucht? Nein, wir haben nichts verbraucht, ne, wir hatten alles Selbstläufer und alles gut, ne, entweder Fehleinsätze oder Selbstläufer, alles in Ordnung, Auto ist schick, ne, also so wie wir es übernommen haben, ist es auch. Ja, gut, alles klar, ne, wunderbar, dann noch ein bisschen rumgeklönt, die beiden Kollegen haben den Feierabend gemacht, so, und dann haben wir uns schon mal am Rechner, oder ich habe mich dann schon mal am Rechner gesetzt, habe schon mal ein paar Protokolle niedergetippt und so. Mein Kollege hat sich schon mal in den Aufenthaltsraum gesetzt, Glotze an, ne, so, ne, Frühstücksfernsehen und so. Naja, auf jeden Fall sitzen wir da und dann irgendwann im Laufe des Vormittags kommt unser erster Einsatz. Naja, wir rücken aus, war auch nichts Dramatisches, ne, war irgendwas internistisches, internistischer Notfall, was weiß ich, schlechter AZ, schlechter Allgemeinzustand, also es war Pillepalle im Endeffekt. Aber es war das Pillepalle, was man natürlich erstmal diagnostizieren muss, dass es Pillepalle ist. Und dazu muss man natürlich seinen diagnostischen Block erstmal abfrühstücken. Naja, wir auf jeden Fall am Einsatzort nehmen, natürlich, wir sind ja gute Retter, nehmen unseren Rucksack, alles mit, EKG, alles mit hochgenommen. Auf jeden Fall sitzt Patient, sitzt auf der Couch, guckt uns an. Und ich sag dann, jo, alles klar, ich messe dann mal den Blutdruck. Ja, gut, dann habe ich den Blutdruck gemessen. So, und dann sagt mein Kollege, jo, und ich messe schon mal den BZ, also den Blutzuckerwert. Ja, alles klar. So, und er kramt da im Rucksack rum und ich sag, jo, alles klar, ne, dann müssen wir mal gucken, ne, Pupillenleuchte, ich guck mal bei Ihnen in die Pupillen rein. Und ich fange auch an, in dem Rucksack rum zu kramen. Also ich auf der einen Seite, wo oben das obere Teil vom Rucksack ist und das untere Teil, da hat mein Kollege drin rumgekramt. Und wir kramen und wir kramen und wir kramen und wir kramen und wir kramen. Der Patient, der guckte schon immer so runter und fragte uns dann noch, ne, soll ich beim Suchen helfen? Und nee, 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 ne, man hatte schon leicht ein paar Schweißperlen auf der Stirn. Ja, was ist passiert? Es ist genau das passiert, was nämlich nicht passiert hätte dürfen. Wir haben unser Fahrzeug bei Fahrzeugübernahme nicht nochmal gecheckt. Wir haben uns darauf verlassen, was die Kollegen gesagt haben, weil die haben ja gesagt, die haben gar nichts verbraucht. Nee, das stimmt auch. Die hatten auch nichts verbraucht. Aber auch die Kollegen haben nicht mitbekommen, dass die Vorschicht wiederum das Blutzuckermessgerät bei irgendeinem Patienten vergessen hat, das war nämlich weg, das war nicht mehr auf dem Rucksack, genauso wie die Pupillenleuchte. Und schlussendlich hat sich dann noch rausgestellt, als wir dem Patienten so für die Psyche ein bisschen Sauerstoff geben wollten, dass unsere Sauerstoffflasche auf der Sauerstoffplatte alle war. Ne, da waren irgendwie noch 10 Bar drauf oder sowas, also die war... Ne, die war relativ schnell leer gelutscht. Und ja, also Leute, was soll ich euch sagen? Egal wie lange ihr schon im Rettungsdienst arbeitet, egal wie gut ihr eure Kollegen kennt, ob ihr mit denen befreundet seid, wie auch immer. In dem Moment, wo ihr eure Schicht beginnt, übernehmt euer Fahrzeug vernünftig, macht nicht nur die Haken auf der Übernahmeliste, sondern guckt auch wirklich in die Schubladen, in die Rucksäcke und so weiter rein, weil das kann vielleicht im schlimmsten Falle am Einsatzort tatsächlich über Leben und Tod mitentscheiden, ja, und dann wollt ihr auch nicht diejenigen sein, die nachher dafür verantwortlich sind, dass etwas gefehlt hat. Also, ich habe es mir hinter die Ohren geschrieben, seit diesem Vorfall, egal von wem ich das Auto übernehme, ich checke das, egal wie lange das dauert. Und wenn ich einen Einsatz zwischendurch kriege, ich checke erstmal genau das an Material, was ich mit zum Patienten reinnehme. Und das Auto selber mit den Schubladen und allem, das kommt dann zum Schluss dran. Auch meinetwegen erst nach diesem ersten Einsatz. Aber in jeder Schicht wird mein Fahrzeug auf Vollständigkeit überprüft und auch auf Funktionalität. Und genau das solltet ihr euch vielleicht auch hinter die Ohren schreiben.